Seit Jahrzehnten war die historische Wasserorgel aus dem Bergpark Wilhelmshöhe nicht mehr in Betrieb. Jetzt wurde sie von Dresdner Orgelbauern restauriert und kann wieder bis zu 6 verschiedene Melodien spielen. Angetrieben wurde sie früher über ein Wasserrad, das über mehrere Zahnräder eine Walze bewegte. Versteckt hinter der Figur des Flöte spielenden Pan in einer Grotte gehörte die Orgel über Jahrhunderte zur Inszenierung der Wasserkünste. In Europa gibt es kaum ein ähnlich gut erhaltenes Original aus dem 18. Jahrhundert. Deshalb wird die für 50.000 Euro restaurierte Orgel nach Angaben der Museumslandschaft Hessen-Kassel auch nicht wieder an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren. Wenn sich Sponsoren finden, soll ein Nachbau im Weltkulturerbe für Orgelmusik sorgen.